Erst einmal ein herzliches Hallo und willkommen zurück und wir gehen direkt zurück ins Spiel mit der nächsten Zwischensequenz. Let us through. Block our way, you die. You trying to get him angry? Yeah, I thought maybe they'd run. There's been enough blood spilled. You thought they'd run? Let me refresh your memory. Those soldiers think they're protecting Cocoon from the sea. The Falci have them all brainwashed. Falci, I have had it. We cannot let this go on. Attention all crew, code green, repeat, code green. Security forces stand by. Hostile forces on board, code green. Code grün, code gelb, code braun, code blau. Code blau, die Sicherheitskräfte sind betrunken. Code blau, ich wiederhole, code blau. Ja, ich habe mich hier auf was eingelassen. Ich wollte ja unbedingt die Rettungsmission in einem Part durchziehen. Das heißt, dass wir... Entschuldigung. Das heißt, das hier wird ein langer, langer Part. Aber ich wollte es ja nicht anders, ne? Na gut. Dann werde ich wohl viele Kämpfe hier vorspulen bzw. überspringen. Weil sonst komme ich hier ja nicht vorwärts. Also. So, und hier herrscht immer noch Alarmstufe grün. Ich schätze mal, hier werden auch noch ein paar Kämpfe gegen Soldaten auf uns warten. Aber gut, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Gut, so kann es weitergehen. Ich guck mal ganz kurz, ob sich das... komm, geh einfach hin. Das hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt, aber ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht, wo ich bin. Von daher, ja. Okay, wenn ich so auf die Uhr gucke, wird das wirklich ein saulanger Part. Und wo bin ich denn hier? Luftdock, was will ich denn am Luftdock? Mann, nee, das ist doch... Hallo? Jetzt ist... Uah, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Laufe ich einfach zurück? Bin ich blöd? Völlig falscher Weg. Muss ich jetzt gegen die alle nochmal kämpfen? Ich will nicht. Nee, nee, nee. Jetzt laufe ich an euch vorbei. Ihr könnt mich mal. Laufe ich halt einfach völlig den falschen Weg entlang. Was ein Rotz. Gut, komm, da laufe ich an euch auch einfach mal vorbei. Reicht, dass ich gegen hier, war, gegen die Drohne hier antreten muss.
Ja, das war ein etwas zäher Kampf. Ich hoffe, ich muss nicht gegen allzu viele von denen antreten. Aber an sich alles keine Schwierigkeit. Oh, noch so ein ewig langer Kampf. Okay. Ich sag ja, das hier wird ein langer Part. Der wird für mich vor allem um einiges länger als für euch. Weil die Kämpfe, die werden sich eben auch ziemlich in die Länge ziehen hier. Von daher, ja. So, man hat es am Ende des Kampfes gerade noch gesehen, man sollte diese Drohne tatsächlich schnellstmöglich besiegen, sobald sie im Schockzustand ist. Sonst fängt sie nämlich mit Thermalentlade an und das haut ganz schön rein. So, aufgestuft und dann gucken wir mal, speichern muss ich jetzt nicht, sondern schwinge mich stattdessen direkt in den nächsten Kampf. Naja. Gut, ein weiterer einfacher Sieg für uns. Und direkt die nächste Gegnerhorde, beziehungsweise ich glaube, das hier ist nur eine einzige, dafür haben wir auch den Präventivschlag geschafft. Nein, es sind zwei, na gut. Aber dank des Präventivschlags sollte das wohl hoffentlich kein allzu großes Problem sein. Zumindest eine davon relativ schnell zu besiegen. Die andere, die wird ein bisschen länger dauern, aber macht ja nichts. Man könnte sie natürlich auch schwächen, aber wie bekannt ist das ja nicht wirklich mein Stil, von daher schocken wir sie einfach möglichst schnell und hauen dann drauf. Oh, sind das Gegnermassen hier, das ist ja unfassbar. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht wirklich viel sagen und ich renne hier jetzt einfach mal weiter, so langsam wird es mir hier ein bisschen zu blöd. Wobei ich das Item hier eigentlich gerne hätte, lass mich in Ruhe. Ich möchte das Item, Dankeschön. Das ist nämlich eine Waffe für Fang und da ich bei Fang noch nicht wirklich aufgestuft habe, könnte die tatsächlich sogar schwächer sein. Super. Na gut, aber zum Glück lag das Item ja auf dem Weg und wir haben endlich den Abschnitt hier geschafft und kriegen ab und zu mal wieder eine Zwischensequenz. Security forces stand by. Hostile forces on board. Code Green. Get up. You're being moved. On your feet, scum. You too. Get up. Time to split. Not run. There's a difference. Gotcha. So, das heißt, wir sind auf dem Weg, um Sarge und Vanille zu retten, während die sich selbst retten.
Oder zumindest sind sie schon mal aus der Gefangenschaft geflüchtet, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und haben ihre Waffen zurückerlangt. Sehr schön. What? You'd rather die? What? Because that's gotta scare you. Scares me. Scares me so much. I think I might die of fright. So, I push myself to live even harder. I can just imagine Dodge laughing at me talking this nonsense. Right now, I'd do anything to see that smile. Stay positive, right? So, dann sind wir hier kurz mit Sarge und Vanille unterwegs und müssen uns erstmal ins Kristarium begeben, denn da gibt's einiges zu verteilen. Wobei ich erstmal gucken muss, das hier kostet mich jetzt alles 1000, schätze ich. Ne, hier kostet es mich noch keine 1000, da immerhin. Kann ich so lassen. Die sind noch so, wie ich sie haben wollte. Ansonsten heißt es dann, uns mit Sarge und Vanille hier weiter zu kämpfen und direkt mal zwei Sunny Puddings. Gut, das sind keine zwei Sunny Puddings. Was ist das rechts denn für ein Ding? Ein Puddingunator. Ein Puddingunator. Ja, gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, was ein Puddingunator sein soll. Es sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte es so Brennstäbe irgendwie im Kopf. Keine Ahnung, vielleicht ist der Pudding verstrahlt. Man weiß es nicht. Seht ihr Leute, wenn ihr euren Pudding im Kühlschrank nehmt und ihn verstrahlt, dann kommt sowas bei raus. Wahrscheinlich ist der Level-Designer bzw. der Gegner-Designer auf die Idee mit dem Pudding gekommen, weil er irgendwann mal einen 3 Jahre alten Pudding aus dem Kühlschrank geholt hat und der hat dann auf ihn zugewabbelt kam. Sah wahrscheinlich so ähnlich aus wie der hier. Aber gut, ich schätze mal, mit Sarge und Vanille wird es hier ein etwas leichteres Spiel. So, und wir kümmern uns zuerst mal um den Sunny Pudding. Hoffe ich doch. Ja. Und danach um den anderen Sunny Pudding. Und dann sollte das doch ganz schnell gehen wieder. Dass Vanille uns jetzt eigentlich nicht geheilt hat, oder? Vanille ist nicht mehr dazu gekommen, uns zu heilen, habe ich das Gefühl. Aber okay. Kein Ding. Da hinten liegt noch ein Item, das würde ich gerne mitnehmen. Von daher, ich schnapp mir das ganz kurz, wenn er eine Sekunde wartet.
So, da haben wir unser Item. Nämlich eine Königswehr. Und ich schätze, die Königswehr ist extrem praktisch. Weil immerhin Schadenresistenz plus 5%. Und das ist schon mal nicht schlecht. Das spare ich mir allerdings auf. Ich werde es jetzt mal nicht den beiden anlegen, weil wie gesagt, die beiden dürften relativ einfaches Spiel hier haben. Außerdem sind wir gleich wieder bei der anderen Gruppe, glaube ich. Und hier haben wir noch ein Item. Mal gucken, was das ist. 12 Brocken Schwabbelschleim. Geiler Scheiß. 12 Brocken Schwabbelschleim. Lecker. Code Purple, I repeat, Code Purple. Security breach. All units on alert. Code Purple. Looks like we ain't the only ones cleaning house. Could be Lucy. Could be Fang. Come on, let's hurry. Let's go get rescued. No, not this time. For once in my life, I am going to save her. All right, now you're talking. Let's go. Okay, die haben tatsächlich einen Code Purple. Unfassbar. All these colors. What's it mean? Means we're doing our job. Making a lot of Psycom guys nervous. Who are they fighting? Vanille. So, und dann geht's wieder mit unserer alten Gruppe weiter. Ach Gott. Ich würde sagen, wir speichern zwischendurch mal wieder und gucken, wo wir uns am besten entlang bewegen. Eventuell kriegen wir ja den ein oder anderen, das ein oder andere praktische Item noch mit. Ich brauche nämlich echt nicht alles. Mal gucken. Ich lauf einfach mal hier weiter und bin direkt im nächsten Kampf. Ah, scheiße. Na gut, was ich allerdings eigentlich zwischendurch noch machen kann, ist mal gucken, ob ich hier bei Fang zum Beispiel habe ich das Abwehramulett. Das kann ich doch theoretisch durch die Königswehr ersetzen. Ansonsten haben wir da vorne noch ein Item, das hätte ich ganz gern. Oh, wobei da so ein dickes Vieh wartet. Ach, was ein Elend. Aber gut. Und dann nicht mal Präventivschlag. Ach Gott. Okay, das hier wird sich ziehen. Ich lasse euch einfach mal mit dem Kampfgeschehen alleine. Beziehungsweise ich analysiere den Gegner noch. Dann können wir uns den Magmadon mal etwas besser ansehen. Wobei es eigentlich genau das gleiche ist wie die anderen Magma, die anderen von diesen Viechern auch. Einfach nur nervig. Und dann heißt es wieder schocken und Hope kann momentan nicht heilen. Dann sieht man das mal gut.
Ja, die altbewährte Taktik hat funktioniert. Natürlich hat sie funktioniert. So, und ich hoffe mal, dass sich das Item hier wenigstens lohnt. Der Weißumhang. Wenn sich das jetzt nicht lohnt, dann gehe ich auch nicht zu den anderen Items. Der Weißumhang lohnt sich nicht. Gut, dann, also auf der anderen Seite befindet sich eben noch so ein Item, genauso wie in der Mitte zwei Items zum Aufrüsten. Und ich kämpfe hier einfach mal gegen die drei. Eigentlich auch nur, weil ich den Präventivschlag jetzt habe. Ansonsten werde ich, ja, werd ich beben. Und gucken, dass ich die hier vielleicht relativ zügig erledigen kann. Aber gut, der Kampf, der wird sich definitiv in die Länge ziehen. Von daher, ja. Boah, Leute. Und für den ewig langen Kampf habe ich tatsächlich sogar noch 5 Sterne gekriegt. Wahnsinn. Das war ein langer Kampf, ja. Und das war nicht mal ein Bosskampf oder sowas. Also, wow. 5 Minuten für einen Standardkampf, nicht schlecht. Hoffentlich lohnt sich dafür wenigstens die Zwischensequenz, die wir hoffentlich jetzt kriegen. Colonel, we've lost the intruders. That means we're code yellow. No, wait. Code blue? If we were orange, that would mean... The escapees made it through. They're entering the engine room. No. Damn, we'll see. Intruders located. They're on the weather deck, starboard side. Make it rain. Desperate times demand flexibility. Code white. Und keiner weiß, was es mit den Farben eigentlich auf sich hat. Wenn selbst die oberste Befehlshaberin hier nicht mehr weiß, was es mit den Farben auf sich hat. How is that? What's going on? Ja, what's going on? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ja, zu spät. Ein weiterer Kampf goes on. So, ich verzichte jetzt mal absichtlich auf das Level von diesen Charakteren. Sondern gucke einfach nur, dass wir hier schnellstmöglich zum Zielpunkt kommen. Wobei, gut, das hier Item würde ich gerne noch mitnehmen. Aber ich darf nicht. Weil ich zuerst die Gegner hier besiegen muss. Na, super. So, darf ich jetzt das Item mitnehmen? Ich denke schon. Ja, ich darf. 8 Knochenpanzer? Ja, okay, gut. Nehme ich mit. Ich hätte lieber die Phönixfeder, die hier irgendwo rumliegt. Da vorne. Mal gucken, ob ich an die überhaupt so einfach komme. Ja, an die komme ich so einfach. Sehr schön. Dann kann ich nämlich die Phönixfeder mitnehmen und muss dann... Ich muss nicht gegen den kämpfen, oder? Ich will nicht gegen den kämpfen. Na gut, dann nutzen wir einfach mal hier ein paar Subsidien. Und nutzen die Gelegenheit... Und Sarges Ach, wisst ihr was? Ich mach's einfach direkt. Ich beschwöre Sarges Esper und schau mal, wie weit ich damit komme. Showed up.
So, wir sind bereits im Schockzustand. Die Metamorph-Anzeige ist auch bereits voll. Das heißt, ich kann hier in aller Ruhe erstmal noch ein bisschen draufkloppen. Beziehungsweise könnte dann eben die Brecherrolle mal wechseln. Zur Brecherrolle mal wechseln, weil wie gesagt, die Metamorph-Anzeige ist eh schon voll. Das heißt, ich gucke hier nur noch, dass ich ein wenig Trefferpunkte bei dem Gegner abziehe, bis die ESP-Anzeige auf 0 sinkt. Beziehungsweise nahe 0 sinkt. Weil dann kann ich in den Metamorph-Modus gehen und das Vieh damit definitiv erledigen. Mal schauen, wie sich's im Transformer-Auto so kämpft. So, wir haben den Feuerkreisel. Die Brandbomben. Die Turborotation. Feuerreifen. Und, ja, komm, hau noch ein bisschen drauf. Schadet ja nichts. Und ich nütze jetzt einfach mal die Muskelfeuer. Ich hab's jetzt nicht mehr richtig gelesen. Auf jeden Fall, das reicht, um den Gegner zu besiegen. Und ich konnte alle Attacken von dieser Esper zumindest mal noch zeigen. Außerdem ging das um einiges schneller und zwar um einiges cooler, als wenn ich jetzt normal gegen den Gegner gekämpft habe. Na super. Ach Gott, hätte ich das gewusst. Okay, das war eine knappe Kiste. Fast hätte ich ihn nicht mal nach dem zweiten Schock besiegt. Boah, aber die Gegner, die sind halt echt sauzäh. Aber immerhin, wir sind kurz vorm Ende. Wir sind, glaube ich, jetzt genau mit dieser Gruppe auf dem rechten Tragflügel. Das ist der letzte Abschnitt. Auf der anderen Seite wartet da am Ende noch etwas auf uns. Da wartet noch was auf uns. Ich sag ja, das hier wird ein langer Part. Ich hätte es mir denken können, aber... Na gut. Ich werde mich jetzt auch mal versuchen, nicht ewig mit den Gegner aufzuhalten, sondern durchrennen, so gut ich kann. Und es hat nicht funktioniert, aber ich gebe mir Mühe. Ehrlich. Ach, verdammt. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Verdammt. Naja, gut, als easy würde ich das jetzt nicht unbedingt... Also ja, doch, es war easy. Es dauert nur so lange. Ein Ideal-Leitelement. Ja. Yeah. Das ist doch ideal, würde ich sagen. Und, oh Gott, da unten warten noch mehr Gegner auf uns. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Wow. Alles klar, gedodged. Beziehungsweise ausgewichen. Ich bin ausgewichen, ich weiche euch alle aus. Lasst mich in Ruhe. Ihr könnt mich alle mal.
kreuzweise. Reicht, dass ich hier nochmal ins Kristarium gehen muss? Ah, und zwei Kristallpunkte. Alter, zwei Kristallpunkte fehlen mir. Das ist ja wohl sauärgerlich. Die kriege ich noch. Das sag ich dir, die kriege ich noch. Außerdem will ich mal ganz kurz ins Geschäft Heiltränke kaufen. Mehr will ich doch eigentlich nicht. Phönixfedern habe ich 9, das ist okay. Heiltränke habe ich keine, das gefällt mir nicht. Da kaufe ich mal 30. Dann eventuell noch eine Phönixfeder, sicher ist sicher. So, schon besser. Gut, und dann speichern wir auch mal kurz, bevor es weitergeht. Weil es warten noch ein paar Gegnermassen auf uns, denen ich gerne ausgewichen wäre. Aber gut. Quatsch, das war falsch. Das war richtig, richtig falsch. Gut, da hat sich die Phönixfeder doch schon gelohnt. So, gut, das haben wir geschafft. Dann gibt es noch eine einzige Erweiterung, die ich mir leisten kann. Das wäre in diesem Fall hier die plus 20 an Trefferpunkten. Bei Hope, der kriegt... was kriegt der denn? Nichts kriegt der. Na gut, dann kriegt er halt Angriffskraft plus 3. Nicht gerade das Wahre und Fang bekommt noch TP. So. Gut, haben wir das auch erledigt und dann geht's nämlich jetzt hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle. Lass mich in Ruhe. Zum Endkampf. Oh, Gott sei Dank. Puh, der Part hat mich bisher 1 Stunde und 6 Minuten gekostet. Ich hoffe, bei euch ist der um einiges kürzer mit den ganzen Kämpfen. Das hier, das zieht sich unglaublich hin. Because when we kill it, we're one step closer to Vanille. How's that? Well, when you put it that way. So, dann sorgen wir zuerst mal für ein paar positive und negative Statuseffekte. Und setzen einen Analysator ein, da ich mir die Metapunkte gerne aufheben würde. Ja, ansonsten würde ich sagen, geht's hier direkt mal mit dem Blitzschlagparadigma weiter, damit wir das Vieh so schnell wie möglich schocken können. Beziehungsweise immer schön auf die Health dabei achten. Wir wollen ja schließlich nicht noch drauf gehen, das würde das Ganze nur unnötig in die Länge ziehen. So, sieht ein geschocktes
Endgegnermonster aus. Ja, ich glaube, mehr Strategie brauche ich bei dem Gegner hier eigentlich nicht. Es scheint ja doch relativ schnell zu gehen. Ich bezweifle allerdings, dass wir das hier noch im ersten Schockzustand hinkriegen, zumal ich dann doch mit Hope nochmal ein wenig heilen sollte. Oder kriegen wir es noch hin? Das kriegen wir hin! Komm! Yes, sehr schön. Direkt im ersten Schockzustand getötet. In Rekordzeit. Mensch, das war ja ein nicht sehr spannender Bosskampf. Dafür wartet aber eine hoffentlich spannendere Zwischensequenz auf uns. Another one. One big fat stroke of luck after another. I'm so happy I could cry. Okay. Ich dachte mir, das war zu einfach. Tase us, will ya? Come down here. Oder? Vaneo! Bang! There you are. Miss me? You the monster! Where? Ja, ich dachte mir schon, das war zu einfach. Von daher machen wir das Ganze einfach nochmal. Wobei wir diesmal definitiv gucken sollten, dass wir... dass Hope sich hier ganz, ganz schnell heilt. Ist ja nervig. Wäre ganz praktisch, genau, wenn Gemach funktionieren würde. Dann greift es uns immerhin nicht so oft an. Gut, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt meine Schuld war oder nicht, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Von daher auf zum nächsten Schock. In der Hoffnung, dass es auch diesmal beim ersten Schock funktioniert. Ich gehe zwar ehrlich gesagt nicht davon aus, aber es wäre schon ganz schön. Wir greifen einfach mal weiter an und hoffen auf das Beste. Wie gesagt, die Taktik ist an sich die gleiche, nur dass der Gegner diesmal einiges stärker ist. Beziehungsweise die Attacken, die er einsetzt, um einiges stärker ist. Was das Problem ist, dass wir dadurch jetzt etwas Zeit verlieren, dadurch, dass Hope hier noch ein wenig rumheilt. Wertvolle Zeit verlieren wir dadurch und vor allem, wenn Hope mich heilt statt Fang, weil ich habe es jetzt echt noch nicht gebraucht. Aber gut, ich denke, das schaffen wir auch hier im ersten Schockzustand noch. Ja, verdammt. Fast. So, und wir verzichten jetzt auf jegliche Heilung, weil der Gegner ist gleich erledigt. So. Hätte ich zwischendurch nicht das Paradigma gewechselt, hätte ich es auch wieder beim ersten Schockzustand geschafft. Aber gut. Damit ist auch dieser Part zu Ende. Beziehungsweise nach dieser Zwischensequenz ist auch dieser Part zu Ende. Endlich. Fang! Oh.
still got time. Fang, there's something I need to tell you. Making me worry like that. We'll talk later, Missy. What's wrong? Huh? Oh, nothing. Nothing. What's on the agenda? Toppling the sanctum? No, I mean really. He's serious. We're gonna take down the sanctum and give Cocoon back to the people. The Falci have called the shots for long enough. If we pull this off, it'll be a miracle. Well, good thing Lady Luck's on our side. Wait, more of them? You know, this is getting really old. Check this out! A miracle. Grand Pulse style! Vanille, go fish! Got it! That's a good girl. All right. Let's get on. So, und damit ist auch dieser Part offiziell beendet. Mich hat er 1 Stunde und 15 Minuten gekostet. Ich hoffe, dass er bei euch bedeutend kürzer ist. Ansonsten, wie gesagt, machen wir hier eine Pause und sehen uns gleich im nächsten Kapitel wieder. Wenn wir noch einen weiteren überraschenden Bosskampf bestreiten und damit das 9. Kapitel beenden.